Herzlich willkommen zu meiner allerersten Nostalgie-Reaction. Das Ganze hier ist ein neues Format und zwar werde ich auf die Highlights aus der Vergangenheit im deutschen Rap oder generell deutschen Musikkultur reagieren. Also Songs, die leider komplett an mir vorbeigegangen sind, Songs, auf die ich noch gar nicht reagiert habe, die aber schon so lange her sind, dass ich sowieso nichts mehr davon weiß. Und da nehme ich euch alle herzlich mit. Ich freue mich so sehr, mit euch in die Zeit zurückzureisen und Songs, die wir damals so sehr gefühlt haben, heute nochmal fühlen zu können. Und welches Projekt könnte dieses neue Format besser einleiten, als jede Runde von SpongeBob im alten JBB anzugucken. Ganz kurz zu eurer Info, einige Songs habe ich natürlich schon gehört, deswegen Nostalgie, sonst wird der Name ja keinen Sinn machen, aber halt auch nicht alle. Und die Songs, die ich bereits gehört habe, die sind schon so lange her, ich kann mich wirklich an kaum mehr was erinnern. Jeden Mittwoch um 16 Uhr wird es eine neue Folge von Nostalgie Reaction geben, also seid gespannt. Ich halte jetzt meine Fresse, wir gehen jetzt sofort rein in die Qualifikation von SpongeBob. Let's go! Oh mein Gott, das alte Intro, oh mein Gott, nochmal. Alter, dieses Intro ist so geil. Es ist so schlecht gemacht, aber für die damalige Zeit so geil. Oh, tut das gut zu hören. Hehe, SpongeBob Gunshot. Straight aus dem Bikini-Ghetto, du Schwanzlutscher. Jetzt mal unübertrieben. Ist das geil? Ich hab das so lange nicht mehr gehört. Real Talk, Real Talk. Du bist Panzerwurstgelaber, du Hurensohn. Deine Mutter saugt und dich Parfüm im Chef. Sessel, Zigarre, nasch der Bitch ins Maul. Wälz mich in Geld, Säcken und Barren. Komm mit Hells Angels, Members zu deinem Rap. Battle mit Knarren, Rocker, oh schlagen dich Gott. Kaputt, so wie Death Metal Gitarre. Warte mal, ganz kurz. Ganz kurz, diese Sneaker. Und das ist doch das Parkhaus in Osnabrück, oder nicht? Warte mal, diese Sneaker hatte doch auch San Diego. Kann es sein, dass SpongeBob San Diego ist? Ich glaube, ich bin da auf der Spur. Ich bin mir da aber noch nicht sicher. Es ist der Gangster-Schwammkopf. Ich bin Killer wie Reservoir Dogs. Bitch, ich wechsle den Pillar, man, gib mir danach deiner lesbischen Schwester Kampfschuss. Hey, die letzte Hoffnung im Game. Gib mir den Glockschuss ins Brain. Und wenn du möchtest, kein Joker, dann noch Mucks, ne Kopfnuss wie Bane. Was, Killer-Ghetto, du Penner, hä? Komm mal nach Bikini-Bottom. Der reale Big Boss zieht seine Glock, pam, pam. Und der schießt die Fotzen. Alter Schwede, aber für die damalige Zeit, für 2013, war das schon echt eine gute Qualität. Das kam einem damals ja schon so hochwertig vor, aber jetzt so 10 Jahre später, also 11 mittlerweile, fast 12, klingt es immer noch, als wäre es gestern rausgekommen. Unfassbar, also 2013 so eine Quali rauszubringen, ist geisteskrank. Du bist ein Putzlappen, wie alte Handtücher. Deine Mama will gebankt werden. Schwamm drüber! In die Küche lappen, sonst werde ich zum Massenmörder. Ey, yo, Julian, du Knecht, mach mir Krabbenburger. Ey, ganz kurz, ich muss meinen Cutter jetzt ein sehr peinliches Bild von mir schicken. Das werdet ihr jetzt hier auch eingeblendet sehen. Damals in der 10. Klasse hatten wir die Mottowoche. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch. Und ein Tag davon war Kindheitshelden. Und ratet mal, als was ich mich verkleidet habe. Richtig, als SpongeBob. Digga, oh mein Gott. Ich habe mit meiner Mom 5 Stunden an diesem SpongeBob-Kostüm gebastelt, dass man... Eigentlich hat man den Kopf oben durchgesteckt, dass SpongeBob halt so dein Körper ist. Wir haben das oben zugenäht, wir haben die Armlöcher reingeschnitten, wir haben die Handschuhe haben wir selber gemacht aus Stoff. Wir waren dann noch im Stoffladen. Bro, ihr glaubt nicht, wie viele Leute mir auf dem Pausenhof hinterhergerannt sind an diesem Tag, weil ich konnte auch die Stimme richtig nachmachen. Und alle wollten, dass ich die beleidige. Ich habe an diesem Tag so viele 5- und 6-Klässler wegbeleidigt und die haben sich gefreut, Bro. Keine Ahnung. Der G, der Gunshot schießt, ich ticke, dicke Packs, Plankton-Weed. Was willst du, Mädchen, hä? Tampon-Beef, hehe, du Hurensohn. Der Lover deiner Mutter, du bist einer von den jämmerlichen Schwächlingen, die nach Hyperhieben zu Boden fallen. Lass mal deine komischen Bewegungen in den Videos zu zappeln, egal, wenn hast du Bienen im Hosenstall. Oh, Digga, deine Wannabe-Rap-Analytik-Motherfucker, du wärst gerne Double-Timer, aber generell immer nur Müll in deinen Zeilen, komm, ich zeige dir, wie man diese Binnen in den so wie Maschinenpistolen knallt. Boss in der Hand. Digga, das ging viel länger, als ich es in Erinnerung hatte. In meiner Erinnerung waren das so 3 Sätze, die einfach Double-Timer, und das waren ja drei Bibels, die er da vorgelesen hat gerade. Fotze gebaut, du gehst seit Wochen nicht raus. Guck mal, der gelbe Schwamm wird ja zu Hulk und zermalt dir die Knochen zu Staub, du trottliger Lauch. Ich komm mit Haftbefehl zu deinem Battle-Turnier. Ich soll dir die hässliche Fresse polieren, dann könnte ich den Anblick ertragen. Doch nee, dafür müsste ich sie wegtätowieren. Jacuzzi. Der Flow ist aber auch wirklich geisteskrank, ne? Am Saufen, ich lasse die... Der hat ja wirklich jeden zweiten Satz, hat einen komplett anderen Flow. Groupie, Schwanzauge in die Nutze, fragt er, yo, was geht dich da? Abhängt so wie Julians Matschauge. Verlauf in der Kamera, hetero, doch vögelst dann ins Geheim, so wie Barney mit Jungs. Analyse? Oh. Was, das ist Quatsch? Heißt das, du kriegst jetzt eine Darmspiegelung? Analyse, Alter. Ich geb dem YouTube-Spinner Schläge. In der rechten Hand ein Tampon, links das Blut deiner Regel. Analyse, ich kill YouTube. Das ist bis heute einer der ekelhaftesten Lines, Junge. Klappe locker mit meinem Freestyle-Flow. Um zu checken, dass du schwul bist, muss kein Detektiv ran, Bro. Analyse, ruhig, wenn ich um... Das Kostüm ist aber auch echt verfickt cool, ne? Wirklich.
bis heute. Drogen verhandelt, ich lass deine Mama saugen, Mann, obwohl ich ein Schwamm bin. Analyse, geh mal kacken mit deinem schwarzen Humor. Gib mal lieber dem Bikini-Bottom-Paten-Support. Analyse, Bitch, gib dem YouTube-Spinner Schläge. In der rechten Hand ein Tampon, links das Blut deiner Regel. Analyse, ich kill YouTube-Lappe. Digga, das ist auch so gut gemacht, das Musikvideo, ne? Allein für 2013 eine Kamera zu finden, die bei Nacht nicht so viel rumkrisselt, das ist so krank, das sind so viele Details, das ist so verrückt, hier ist kein Krissel, einfach vernünftiges Schwarz. Locker mit meinem Freestyle-Flow, um zu checken, dass du schwul bist, muss kein Detektiv ran, Bro. Analyse, ruhig, wenn ich um Drogen verhandel, ich lass deine Mama saugen, Mann, obwohl ich ein Schwamm bin. Analyse, geh mal kacken mit deinem schwarzen Humor, gib mal lieber den Bikini-Bottom. Paten-Support. Digga, diese Lache ist so perfekt. Gib mal lieber den Bikini-Bottom-Paten-Support. Krank. Ja, das sind so perfekt. Diese Stimmlage ist so komisch. Hallo SpongeBob. Kannst du bitte nochmal schnell rappen? Nee. Digga, so ein geiler Song, Mann. Real Talk. Was daraus doch alles geworden ist, Alter. Aus dieser einen dämlichen Qualifikation. Ja, also was soll ich sagen zum Fazit? Das Lied ist halt 12 Jahre alt und es fühlt sich an, als wäre es letzte Woche rausgekommen. Unfassbar schön, sich diesen Song auch mal wieder zu geben, Alter. Endlich mal wieder drin zu sein. Ich habe, wie gesagt, alles ist leider komplett raus. Ich hoffe so sehr, dass dieses Format gut bei euch ankommt, dass wir es wirklich weiter durchziehen können, weil mir macht es unfassbar Spaß. Es macht mir, ich schwelge so viel in Erinnerungen. No Joe Green Talk, ich spiele immer noch PSP und Gameboy. Es ist kein Witz, ehrlich. Wenn euch das Format gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Eure Meinung, eure Nostalgie, vielleicht irgendwelche Geschichten, die ihr verbindet damit, wie bei mir in der 10. Klasse, in den Kommentaren zu lesen. Dann lerne ich euch auch ein bisschen besser kennen, weil ihr seht mich ja die ganze Zeit, aber ich sehe euch nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Video wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Analyse, ich gebe dem YouTube-Spinner Schläge. In der